So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Fortnite. Wir haben da ein paar Aufträge, wenn ich das richtig gesehen habe. Das hier ist alles nicht so wichtig, aber hier. Sind das jetzt die letzten Aufträge? Ich weiß es nicht. Kann ich das sehen irgendwo? Wenn Feuer mit Feuer bekämpfen Woche, aber das ist, glaube ich, nur XP-Kram. Das gibt nichts sonst. Das gibt nur XP oder so. Also, nicht wichtig. Ja. Teil 9 in 2 Tagen, 18 Stunden. Okay, also dann können wir so ein bisschen mitmachen. Aber vor allem, das ist theoretisch das letzte. Wöchentliche Aufträge von Woche 14. Dann dürfte es mit den Schnipsdingern durch sein. Was müssen wir denn tun? Gebäude mit Kamehameha. 10 Stück. Okay. Eine Sprungfläche bei Loot Lake und Wave Cave. Okay, auch in Ordnung. Von einem Sturzpolster ab und falle mindestens 5 Stockwerke tief. Okay. Ich meine, das kann man in einem Ort machen normalerweise. Machen wir bei Tilted Towers, wenn wir so ein Ding gefunden haben. Kein Problem. Oder man könnte es auch vom Baum aus machen, wäre vielleicht auch eine Idee. Weil 9 Stockwerke ist schon ordentlich. Gegenstände aufsammeln, während man rutscht. Ja, okay. Kriegen wir hin. Gegnerischen Schaden aus maximal 5 Metern Schaden. Okay. Ja. Nullpunktfisch auch einfach. Und an diesen Orten Gegner eliminieren. Okay. Gehen wir rein. Bis gleich. Das Lustige ist ja, rutschen kann man auch auf der Ebene. Also Sachen einsammeln, während man rutscht. Das ist. Wow. Das ist einfach selbsterklärend. Gar kein Thema. Okay. Ja. Ich würde tatsächlich gleich mal versuchen. Wenn wir da zufällig ein Sprungpolster finden könnten, könnten wir es natürlich auch von dort aus machen. Aber wir werden da spontan keins finden. Das ist so mein Problem. Na komm, wir gehen mal darüber. Wir gehen mal hier rüber. Und gucken mal, was wir so entdecken und finden. Oder auch nicht. Ne? Man weiß es ja nicht so genau. Man weiß es ja nicht so genau. So. Das sieht doch erstmal nach einem Zelt aus, was wir nicht benötigen. War sonst irgendwas oben drauf? Nein. Aber dann sammle ich es einfach kurz während des Rutschens ein. Ich habe es nicht während des Rutschens scheinbar eingesammelt. Das ist schade. Ist hier wenigstens. Oh Gott. Da, warte. Will da reinrutschen. Moment. Hat das gezählt? Nee, scheinbar nicht. Ach, wurscht. Ich habe keine Waffe, ne? Das ist ganz schlecht. Da ist eine Kiste. Aber wieso hat das mit dem Rutschen nicht funktioniert? Hallo? Stehe ich in dem Moment wieder auf oder was mache ich falsch? Irgendwas mache ich grundsätzlich falsch. Aber ich weiß noch nicht so genau was. Euer Versuch. Ich habe hier gerade irgendwas geöffnet. Hilfe? Läuft die Aufnahme noch? Ja, okay. Alles gut. Aber habe ich jetzt das Rutschen. Also, hat es jetzt mit dem Rutschen gezählt?
Sammle Gegenstände auf, während du rutscht. Wieso zählt das nicht? Was mache ich denn falsch? Also Retalk, was mache ich denn falsch? Ach, das wollte ich nicht. Scheißdreck. Was mache ich denn falsch beim Einsammeln? Jetzt! Lol. Ja, okay, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich einfach gefühlt alles. Zur Freude zünden wir mal den Wald an, so. Okay, egal. Yay, es brennt. Ja. Was genau? Ich hätte das Auto mitnehmen. Da drüben können wir noch hingucken. Wir gucken da drüben nochmal eben fix hin. Dann könnte ich mir auch mein Auto eigentlich zurückholen, ne? So. Moin. Brauche ich nicht, aber danke. Da unten ist eine Truhe. Okay, jetzt kommen die Waffen hier zustande. So. Gut. Aber ja, man merkt schon, dass es eine Feuerwoche ist, weil man so viel Feuer-Items bekommt. Ja. Oh, wenn wir Glück haben, kriegen wir da unten einen Nullpunkt-Fisch. Mit ein bisschen Glück kriegen wir da unten gleich unseren Nullpunkt-Fisch. Das wäre nicht schlecht. Hier sieht nicht so aus. Schade. Nee, hier sind leider keine Angeldinger und so. Nee, aber den nehmen wir mal kurz. Oh, aber was anderes sehe ich auf der Karte gerade. Da drüben ist eine Kapsel. Mit ein bisschen Glück kriegen wir unser Kamehameha auch noch gleich zusammen. Oha. Ja, ja, geh mir nicht auf den Nerv. Ah, die ist da unten gelandet. Okay. Gibt Schlimmeres. So. Da oben ist irgendwie jemand. Ich mach mal ein bisschen Feuer. Warum nicht, wenn ich es eh dabei habe. Okay, Kamehameha. Let's go. Was zählt jetzt alles als Gebäude? Ja, das war's auch schon mit dem Gebäude. Sehr gut. Sehr angenehm. Okay, ja, ne? Haben wir noch Zeit für die Truhe hier? Ja. Ja, passt schon. Oh! Chance auf Nullpunkt-Fisch. Die Zeit nehme ich mir. Nullpunkt-Fisch. Sehr schön. Und dann mit dem Auto weg. Ja, alles klar. Sehr schön. Okay. Ist er nicht weit ins nächste Gebiet? Prima.
Okay. Wie viele Gegner muss ich denn jetzt so ungefähr erledigen? Bei diesem... drei Stück. Okay, drei Stück bei den Orten. Mein aber es ist jetzt hier gerade nicht... spezielle Orte sind hier leider gerade nicht so wirklich aktiv. Schrottriss brauche ich nicht. Bombs. Bombs. Was liegt da eigentlich? Ach, das ist so ein Pilz. Oh, können wir ja nehmen. Schad nix. Geh mir mal nicht auf den Keks. So. Tschüss. Oha, was habe ich getan? Feuerpfeil. Da ist mein Bäumchen. Da wächst schon wieder eine epische Frucht heran. Aber wenn wir es nicht schaffen zu pflücken, ne? Nee, schaffen wir jetzt nicht, ist egal. Nicht so wichtig. Wir müssen mal lieber schauen, dass wir weiterkommen. Sonst könnte das hier gleich noch kritisch werden. Was waren jetzt noch... Oh. Wie schießt man mit dem Zeug von dem... Ach so. Ja, aber wirklich gut war das nicht. Das war nicht gut. Aber ist egal. Wir gehen gleich weiter. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich irgend so ein... mit einem völlig gespannten Uhrzeitflammenbuch. Keine Ahnung. Irgendein Quatsch habe ich da gemacht, was ich nicht brauche. Aber es gibt halt XP. Brauche ich aber auch nicht. Ist mir egal. Interessiert mich nicht. So, wir sehen uns gleich wieder. So. Da sind wir wieder unterwegs. Was müssen wir jetzt noch tun? Die Orte... Ach ja, aus maximal 5 Metern. Aus maximal 5 Metern und das Sprungpolster. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt in die Stadt. Es hilft nichts. Wobei, wir müssen nicht zwingend in die Stadt. Wir müssen halt so ein Sprungpolster erstmal finden. Wir starten mal hier an der Tankstelle. Wie sich das scheinbar auch schon ganz viele andere gedacht haben. Das ist nicht so gut. Dann starten wir halt nicht an der Tankstelle. Rennen. Okay. Rein, Tür zu. Snack. Okay, Waffe ist auch der Bogen schon wieder. Wegen dieser komischen Feuerwoche. Na gut, so. So. Munition. Aber eine vernünftige Waffe wäre schon auch ganz cool gewesen. So ist nicht. Der Bogen ist leider jetzt nicht die vernünftige Waffe schlechthin. Da bin ich ganz ehrlich. Aber egal. Egal.
Okay. Was haben wir hier drin? Einen Bogen. Ach ja, da war ja was. Ich habe das gerade komplett verdrängt, dass wir das auch machen wollten. Bin komplett bescheuert. Scheinbar hat der Nullpunkt einen alten Kommunikationsweg der Sieben hergebracht. Kontaktieren wir damit den Wissenschaftler. Machen wir. Machen wir alles. Wie komme ich da hin? Was soll ich... nee, hier hoch. Wipes-Aufträge. Ja, da. Wo muss ich das machen? Da drüben. Okay. Wo bin ich? Direkt daneben. Sehr gut. Wo ist das? Hä? Wo ist der blaue? Ach, da drüben. Okay. Gut, dann holen wir hier noch ganz kurz die Kollegin hier ab. Und dann... Ah, komm. Ich werfe eh keine Granaten. Wurscht. Und dann eilen wir hier rüber. Können wir ein Auto nehmen? Hier war doch gerade noch eins rumgestanden. Irgendwo. War hier nicht gerade noch irgendwo... Da. So, sehr schön. Kaputt. Und ehrlich gesagt habe ich all meine Dongles bei mehreren heiklen Aufladeversuchen zerstört. Schwimme durch Energiewolken, um die Energiezelle aufzuladen. Energiewolken bewegen. Wieder hier, okay, let's go. Eine. War 10 Stück? Wo sollen die nächsten sein? Auf der anderen Seite oder was? Oder können woanders auch noch welche auftauchen? Hier sehe ich keine mehr. Ja doch, also hier, okay. Dann vielleicht weiter drüben. Ja, da ist eine. Hi. Da ist eine. Da ist eine. Zwei noch. Vielleicht weiter oben. Ja. Hätte man bestimmt auch mit dem Boot machen können. Aber egal. Und da ist eine. Sehr schön. Dann haben wir 10. Dann haben wir 10 zusammen. Prima. Okay, what now? Ah, da drüben wieder hin. Wer hätte es gedacht? Können wir aber vom Land... Ach so, ja, oder so.
So. Jetzt kommt allerdings das Problem. Okay. Ach nee, hier ist ja die Zone. Huch. Da bin ich ja richtig. Falsche Taste. Ups. Na, dann ist doch alles gut. Ach, ich muss doch hier eh so eine Sprungplattform nutzen. Das habe ich gar nicht mehr gelesen. Warte, wo ist denn das? Wo ist denn hier so eine Sprungplattform? Es sind noch immer 3 Millionen Sprungplattformen gewesen. Jetzt sind die weg, oder was? Okay, egal. Irgendeiner rennt vor mir oder hinter mir. Oder neben mir. Ach komm. Ah, da drüben. LOL! Mit Pfeil, ja toll, aber man kommt an die Sachen nicht mehr ran. Das ist ja doof. Okay, cool. Gebracht. Aber ich meine, so alle Sachen anzünden kann ja auch so ein bisschen Gegner ärgern, ne? Oh. Ich habe gerade andere Probleme. Ganz andere Probleme. Okay, was müssen wir denn für Wipes als nächstes? Ach, Geräte. Okay, perfekt. Hier ist eine. Hier muss ich hin. Dann eilen wir doch mal dorthin. Wo soll die sein? Da drüben. Hi. Tschüss. Untergrundlabor und erforscht die Substanz, Hi. Die sich auf Wegen Tschüss. Ausbreitet. Der Besucher ist auch dort. Und der Ursprung auch. Wir sollen Ausrüstung suchen und ins Labor bringen. Okay, wo muss ich hin? Würden wir abtauchen. Hä? Jetzt kann man diesen Auftrag will ich für. Ach, da hinten. Ja, scheiße. Ah, das ist doch dumm. Okay, da komme ich jetzt nicht über längs. Aber gibt Schlimmeres. Dann in der nächsten Runde. Oh, ich bin so schlecht, ne?
weiß. Wenn ich noch einen eliminiere, bin ich genau am richtigen Ort. Ach, der ist in dem Busch da drüben, der Typ. Schade. Okay. Egal. Nächste Geräteetablierung haben wir gemacht. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Und das mit den 5 Metern haut auch hin. Gut. Let's go. Bis gleich. So. Wir müssen wo raus? Hilfe, schnell. Gucken. Hier, Drachenodem, Schrotflinten. Nee, das ist es gar nicht. What the fuck? Hier wollen wir hin. Aber es ist das Gleiche. Also ist, ja. Passt schon. Besuche Coney Crossroads. Okay. Eieieiei. Ach, Bruder, verzieh dich. Fehlanzeige. Wow. Okay. Das ist passiert. Damit haben wir jetzt auch gerade zufällig jemanden an dem richtigen Ort erledigt. Finde ich gut. Was ich weniger gut finde, ist, dass hier mich jemand nerven wollte. Aber dass es gut gegangen ist, finde ich wiederum gut. Und das waren die 5 Meter Entfernung. Chillig. Problem ist, es ist immer noch nicht vorbei. Ich bin immer noch nicht safe. Gott, ey. So. Darf ich jetzt bitte meine Ruhe haben? Und lesen, was ich als nächstes tun muss. Das wäre super. Besuche Lazy Lagoon. Okay, wir müssen dahin. Einfach nur besuchen, ja? Das sollte doch hinzukriegen sein. So, und was fehlt jetzt von der Woche noch? Der Sprung. Oder? Der Sprung und die Sprungflächen. Also gibt es da doch noch Sprungflächen. Scheiße, hätte ich vorhin machen können. Mist. Hab ich wieder vergessen. Naja, egal. Aber das sind jetzt alles keine so brutal schlimmen Sachen mehr, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich sag das bewusst jetzt nur mal ganz vorsichtig. So. Ich würde jetzt nur gerne hier irgendwie rauskommen. Heil. Deinem scheiß Pfeil. So. Noch einer? Besser ist es. Okay, was haben wir denn so ein bisschen als Ausbeute? Greifhandschuh, Striker-Salvengewehr. Ja, komm, das können wir mal austauschen. So, Fisch in Truhen, interessant. Oh, ein epischer Bogen. Legendär sogar. Ja, komm, machen wir mal so. Aber nur 5 Pfeile von dem Ding. Ja, nicht so strong. Ist hier ein guter Fisch drin? Nein, schade. Komm, bevor die Zone kommt, fahren wir mal ganz fix. Mit ganz fix meine ich ganz fix. Zu Lazy Lagoon. Perfekt. Oha. Okay, hi. Hallo, na?
Ach lol, das war einer jetzt, mit dem wir noch nie gesprochen haben. Ist klar, weil es neues Gebiet ist. Ergibt natürlich Sinn. So. Aber nicht weiter wichtig. Okay. Was gibt's jetzt noch von Good Vibes? Sammle den Helm des Ursprungs am Außenposten. Ach, da außen. Mann, muss denn immer alles so kompliziert sein? Komme ich da noch irgendwie runter mit dem Auto? Weil damit käme ich halt schneller vorwärts. Oh shit. Das war jetzt nicht die Absicht dahinter. Ich hoffe, er ist nicht böse. Aber wir kommen mit dem Auto hier raus, sehr gut. Wir kommen mit dem Auto hier raus. Yes. Ach komm. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Okay, wir kommen nicht mit dem Auto hier raus. That's bad. Okay, Tier. Du musst mir helfen. Du sollst mich nicht angreifen, du sollst mir helfen. Renn wie der Wind. Okay, schaffen wir. Easy, easy, easy. Sehr gut, da oben ist es. Lass mich mal hier rein. Das scheint Mr. Ultra Oberwichtig zu benötigen. Wüsste gern, wonach die da unten forschen. Doch, das werden wir noch rausfinden. Im nächsten Auftrag dann wahrscheinlich. Okay, was ist der nächste Good Vibes Auftrag? Oh. Das war's schon. Das war komplett Good Vibes 8. Ja, okay. Super. Schon Sturzpolster und Sprungflächen. Großartig. So, wo waren die Sprungflächen? Jetzt können wir die Aufgabenkategorie wieder verfolgen. Wäre ganz gut. So, zack. Und die Sprungflächen waren... Ah, erwische ich beides nicht mehr. Scheiße. Ja, was machen wir dann jetzt noch den Rest der Zeit? Naja, dann spielen wir halt mal normal. Gewinnen wir halt mal eine Runde, wie wär's? Nachdem wir jetzt ja herausgefunden haben... Ach man, ich bin so bad. So treffe ich denn mit meinen Scheißpfeilen einfach nicht. Jetzt. War es ein schlechter Kampf, aber ich kann mit den Pfeilen auch einfach nicht vernünftig umgehen. Ist halt einfach so. Ist die genau hier gelandet? Okay, Kamehameha in. Und Shintuchun. Ja, damit. Dann konsumieren wir den Kollegen mal kurz. Sind wir da auch wieder voll. Sehr schön. Ja, ich will diesen Bogenkram echt nicht haben. Das ist so unsinnig. Okay, aber 28 Leute noch ist noch eine ganz schön lange Runde. Hm. Ja, wie gesagt, probieren wir halt mal zu gewinnen.
Oh, der heilt sich gerade. Oh mein Gott, ist der gut ausgewichen. Stark. Hallo, lad nach, Mensch. Was macht der denn oder die? So. Manche Leute brauchen so ewig. ...21 noch, während wir uns um einen gekümmert haben. Es sind doch noch ein paar mehr... ...verschwunden. Okay. Ich glaube, mein Kopfgeld erledigt sich gleich von selbst, wenn ich mir das so angucke. Zumindest ist sie nicht in dem Bereich. Wobei, doch, sie könnte in dem Bereich sein, wo sie sein sollte. Ich weiß es nicht. Aktualisiert sie vielleicht nur nicht rechtzeitig. Aus der Richtung sind jedenfalls Schüsse zu hören. Oh. Das war sie, lul. Okay, interesting. Was ist das? Drachenodem-Schrotflinte. Ist das das, was ich vorhin... Okay, das ist das Ding, was ich vorhin hatte. Das ist cool gewesen. Das war tatsächlich eine ganz coole Waffe. Oh, was nicht so cool ist, ist, wo ich gerade unterwegs bin. Oh, nicht so nice. Oh shit. Ja gut, ist in Ordnung. Ist okay. Wir haben noch ein bisschen vernünftig gespielt, bisschen Sachen mitgenommen. Jetzt müssen wir die Sprunggeschichte noch schaffen. Und dann haben wir sowohl Good Vibes als auch die Wochenaufträge in einem Part wieder weggemacht. Sehr schön, weil dann braucht man keinen weiteren Part erstmal. Bis gleich. So. Wir starten hier unten. Ich hoffe, dass wir hier gleich ein Sprungpolster finden. Da ist nämlich relativ viel in der Hütte immer, was man finden kann. Und ja. Außerdem muss ich ja sowieso hier hin, weil wir ja hier unten... Ach nee, da drüben. Da drüben so einen Sprung benutzen müssen. Okay. Also sowohl als auch. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier finden. Gucken wir erstmal, was wir hier finden. So. Das ist jetzt nicht so gut. Ach, komm schon. Das ist doch scheiße. Ich habe keine vernünftige Waffe, ne? Das ist nicht gut. Okay, ich habe eine vernünftige Waffe, das ist gut. Ich hab sie nicht ausgerüstet. Oh mein Gott, das war ein dämlicher Kampf. Ich hatte die richtige Waffe nicht ausgerüstet. Oh mein Gott, war das bad.
Oh, meine ganzen schönen Schildergeschichten. Alles Müll. Oh, alles Müll. Da lohnt es sich immerhin jetzt mal, das Gemüse zu essen. Ach, so ein Scheißdreck. So. Aber wir haben eh nichts Brauchbares gefunden, was wir finden wollten. Also von daher. Ist eigentlich auch egal. Mein Gott, war das schlecht. Ja, nehmen wir noch Munition mit, ist okay. Dann bewegen wir uns zum... Wieso ist meine Markierung schon wieder weg? Hier oben ist ja diese Tankstelle, ne? Da kann man das Auto nehmen, ja. Was ist das? Ach, das ist die Taschenfestung, dieser Schwachsinn. Braucht auch wieder kein Mensch. Munition ist in Ordnung. Nein, hier ist das Auto nicht mehr. Da hat sich schon jemand bedient. Ja, kann man den Leuten nicht verübeln, ne? Man will ja irgendwie von A nach B kommen. Doof ist für mich trotzdem. Oh, das wird doof, das wird doof, das wird alles doof. Aber wir können von hinten rein. Vielleicht kommen wir zumindest, auf eine Sprungplattform. Das wäre schon mal was. Und dann machen wir das andere halt in dem nächsten Part so. Weil ist ja egal, wann ich die Wochengeschichten mache. Laufen ja nicht davon. Und wir haben jetzt genug gemacht. Also ich will jetzt hier nicht noch mehr Zeit verschwenden. So, ich muss nur schnell so eine Sprungplattform finden. Dann können wir hier auch gleich wieder raus. Da ist eine. Zack. So. Aber mit ein bisschen Glück finden wir auch noch jetzt ein Sprungpolster. Ich meine, wo geht unser Dings hin? Okay, dahin. Kommt die Zone schon schnell? Ja, es geht so. Geht so. Ein bisschen Zeit haben wir schon noch. Aus. Ah, ich werde kein Glück haben. Und ich kann auf Verdacht ein paar Sachen noch öffnen. Nee. Auch kein Sprungpolster hier am Start. Normalerweise will ich ja eh keins finden. Es ist ja gut, dass keins kommt, aber jetzt ist es halt gerade blöd. Oh. Was der hier liegt, wundert. Oh shit, ja, wir müssen weg. Okay, ich weiß zum Glück, wo es hier rausgeht. Abflug. Und das Gute ist. Wir kommen direkt zu dem anderen Sprungteil. Also da kommen wir jetzt zum Glück jetzt gleich direkt hin. Das ist ganz gut. Können wir auch das Auto hier noch nehmen. Mit ein bisschen Glück liegt hier vorher noch ein Sprungpolster rum irgendwo.
Ganz kurz nehme ich mir die Zeit, noch hier ein bisschen rumzuschauen. Ah, sieht schlecht aus. Leider nicht. So, und jetzt muss hier irgendwo bei dem See, so muss ich nochmal so einen Sprungdings nutzen. Aber auch das sollte eigentlich kein allzu großes Problem darstellen. Die sind ja eigentlich auch überall gewesen. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt gar nicht so gut. Rege. War dem nicht ganz klar, wo ich bin, oder was war da los? Wild. Aber da ist die Sprungplattform. So. Alles gemacht, was ich wollte. Jetzt so ein Sprungpolster noch finden wäre Bonus. Aber dann bräuchten wir ja zusätzlich auch noch die Möglichkeit, von weit oben irgendwo runter zu springen. Also das ist halt auch dann wieder schwierig. Trotzdem wäre es witzig, wenn es jetzt hier irgendwo rumfliegen würde. Aber ich sehe, ich habe die ganzen Runden jetzt noch kein Sprungpolster gesehen. Kein einziges Mal, das ist echt krass. Die waren normalerweise nicht gerade selten. Aber es gibt halt viele andere Objekte noch zusätzlich, wegen der Feuerwoche. Was es wahrscheinlich etwas seltener macht. Ja. So, was ist hier drüben? Publikumbombe. Alles nix. Da fehlt ein bisschen was vom Haus. Dort habe ich ja Glück und jemand hat ein Sprungpolster liegen lassen. Sieht nicht nach Sprungpolster liegen lassen aus. Aber die Zweischuss-Schrotflinte, die nehmen wir mit. Schade. Kommt man erstmal weiter. Wo mischt man hin? Okay, wir sind gleich dort. Wo ist der Typ? Ach da. Hi. Er ist einfach weggeflogen. Aber hat scheinbar kein Kamehameha mehr oder so. Schade. War ein Versuch. Boah, hier liegt auch massig Zeug rum. Da gucke ich doch glatt, ob hier zufällig eine... ein Sprungdings rumfliegt. Aber es sieht nicht danach aus. Ja, ich hab's verstanden. Du bist mitgespielt. Bitteschön. So, hier vielleicht irgendwo eine Sprungplattform. Uhrzeit-Flammenbogen brauche ich nicht. Sprungplattform. Sprungplattform. Oh, das kann man aber mitnehmen. Und wir setzen mal kurz unser... Oh, das müssen wir auch einsetzen. Hilfe. Jetzt sind wir noch 9 Spielerchen. So. Bisschen Ernst sollte ich schon auch noch spielen.
komme ich da hoch so? Keine Sprungplattform, aber das können wir ersetzen. Okay. Ist in Ordnung. Aber überall keine Sprungplattform, ne? Ich meine, wie gesagt, jetzt wäre es wahrscheinlich eh schwierig, die noch einzusetzen. Oder gibt es die überhaupt nicht? Aber das muss es ja, Sturzpolster. Was ist denn ein Sturzpolster? Ist das gar nicht das, was ich denke? Das ist doch dieses orange Ding, was man setzen kann auf den Boden, hätte ich gedacht. Es wird schon noch geben, aber halt wahrscheinlich habe ich einfach gerade Pech. Wahrscheinlich habe ich einfach gerade Pech. Ja, da ist wieder keins. Da ist auch keins drin. Aber Schrottriss zum Beispiel habe ich jetzt auch nur einen. Oha, was ist hier passiert? Das war nicht der Hund. Das war nicht der Hund. Und ich weiß auch nicht. Auch keine Sprungplattform. Wer schießt denn da? Vielleicht macht der da unten. Falsche Richtung. Ah. Voll daneben. Denkst auch, ich sehe dich nicht, oder? Oh. Schade. 10 hat er noch gehabt. 10 hat er noch gehabt. Na gut. Ah, der Glück gehabt, der Kollege. Ah, der Glück gehabt. Oh. Ah, okay. Das ging daneben. So, wir gehen zur Lobby. Das war's. Ein Wochenauftrag fehlt uns noch. Aber ansonsten haben wir alles mitgenommen. Gut. Na, hier. Der eine da fehlt noch. Wir brauchen ein Sturzpolster. Sobald wir eins haben, geht's da weiter. Deswegen ist das noch das, was fehlt. Ob dann nochmal wöchentliche Aufträge kommen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Gute Vibes haben wir gemacht. Insofern bin ich zufrieden. Das ist mehr, als ich wollte. Ich dachte, gute Vibes braucht wieder länger. Passt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.